Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von My Time at Sandrock. So, wir gehen mal gucken. Wir müssen wieder Lehm sammeln. Und mal so gucken, was wir sonst noch machen müssen. Wir können nochmal eine Aufgabe annehmen, denke ich. Oh, wir haben Post. Von Sieg. Die Sandrock-Feuchtigkeitsfarben ist jetzt wieder voll einsatzfähig. Ich bin bereit, dir zu zeigen, was ich über den Wüstenanbau weiß. Bevor wir jedoch irgendetwas tun, brauchst du ein Pflanzset. Hier ist eine Anleitung für einen Wüstenpflanzkasten, den du in deiner Werkbank herstellen kannst. Wenn du den hast, komm zu mir in die Feuchtigkeitsfarm und wir reden darüber. Okay. Und was haben wir hier? In einer erstaunlichen Wendung der Ereignisse hat Karl mit Hilfe von Direktor Key vom Forschungszentrum die seltene Hydrogelmaschine nachgebaut, die einst Wasser für die Ernten der Sandrocker Feuchtigkeitsfarmen sammelte. Ein flüchtiger Blick auf Siegs altes Hydrogel zeigte, dass das Herzstück der Maschine ein einfacher Kondensator war, der die Luft komprimierte, um das Wasser herauszupressen. Ich bin überrascht, dass das sonst niemandem aufgefallen ist, sagte Direktor Key zu seiner Bauanleitung. Mit der vollständigen Wiederherstellung der Feuchtigkeitsfarben wird Sandrock eine Selbstversorgung aufrechterhalten, was sich positiv auf die Wirtschaft auswirkt. Es ist wirklich ein Wunder, verkündete Pastorin Mathilda von der Kirche des Lichts. Wir haben großes Glück, dass wir auf so talentierte junge Baumeister gestoßen sind. Es wird erwartet, dass die Dinge in Sandrock schnell zur Normalität zurückkehren, doch viele geben sich mit dem einfachen Lebensunterhalt nicht zufrieden. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Gielers eine neue Verschwörung aushecken, um uns zu ärgern. Ich sage, wir sollten uns wehren, damit wir nicht wieder geärgert werden, meinte der örtliche Rancher Cooper. Die Spannungen werden wahrscheinlich weiter zunehmen, bis eine offizielle Erklärung aus dem Rathaus zu dieser Angelegenheit abgegeben werden kann. Okay. Gut. Wir müssen hier gerade mal entsanden. Hallo? Jetzt. Er braucht Brennstoff. Den haben wir. Bronzestangen können wir herstellen. Brauchen wir auch immer wieder. Brennstoff können wir auch nachfüllen. Und sauber machen natürlich. Oh, da haben wir Geschenk an Mien. So. Ja, machen wir Gummischläuche. Und du kannst mal Gummischalen machen. So. Alles arbeitet wieder. Sehr gut. Dann kann ich gerade mal wegen einem Auftrag. So, grüneres Gras. Wir brauchen Pflanzset. Kupferstäbe brauchen wir. Kann ich das Pflanzset schon bauen? Kann ich. So, haben wir gebaut. Dann können wir mit Sieg sprechen, aber jetzt brauchen wir erstmal Lehm. Lehm kriege ich doch hier aus den Steinen, oder? Vielleicht. Sehr vielleicht. Müssen wir in die Mine. Oder in die Ruine vielmehr, um Lehm zu besorgen. Sieht so aus. Oh, ist die Woche schon wieder um.
Ja. Wollen wir? Hier kriegen wir auf jeden Fall Leben. Oh. Okay. Any minute now to rescue me, but I didn't expect them to send some random individual. Nevertheless, you are here now. Proceed with your extraction plan. I won't complain. Okay. You do have a plan, right? Wait, wait. By the look on your face, perhaps you're not a rescuer, but a fellow prisoner instead. Oh. Okay. You can join the club and sit over there while we wait for the proper authority to appear. Okay. I recognize you. You're the new builder. Perhaps we don't have to wait. With my intellect and your logistical aptitude, there may yet be new possibilities to extricate ourselves from this predicament. Let's look around this area to see if there's anything we can use to escape, relics or otherwise. Okay, verfolgen wir natürlich. So, gründlich umsehen, dann sammeln wir mal. Ja. Such basic components to solve our predicament somewhat inelegant. Elegant oder nicht, Hauptsache gelöst. I recommend you collect these materials. They may prove useful in our journey to the surface. Wichtig ist doch, dass wir rauskommen. Das. Interessante Ansichten hat der Kerl. So, haben wir noch mehr, was wir mitnehmen können? Ja, wenn wir genug Material hätten, könnte ich hier etwas bauen, das uns näher zum Ausgang bringt. Der ist auch nicht von dieser Welt, der Key. Der ist auch nicht ganz so von dieser Welt, habe ich den Eindruck.
Aber lustig. Warum bist du hergekommen? Okay. Eine was? Lass mich dir helfen. Was ist eine äquatoriale Montierung? Oh, ja, natürlich. Lass mich dir helfen. Da war ich ja gerade hin unterwegs. So, nächster Versuch. Da muss irgendwas drin sein. Und Lehm brauche ich. Das ist auch sehr wichtig. Lehm brauchen wir. Ist da noch irgendwas? Nö, sieht nicht so aus. Hier scheint auch nichts zu sein. Wie sieht's hier aus? Oh, Kiste. Und Zinnerz, das brauchen wir auch dringend.
Tanz beendet. So. Da. So. Wo war noch was? Sonst war nirgends was. Oh, da können wir auch noch rein. Von den Sachen haben wir leider noch nichts gefunden, die wir da brauchen. Müssen wir zur Not morgen weitersuchen. Das Erz will ich natürlich auch mitnehmen. Unten ist noch. Haben wir irgendwas mit dem Ausdauer wiederherstellen können? Lebenspunkte. Teetisch. Lebenspunkte. 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 Kritische Trefferquote. Ausdauer. Ist aber nicht viel. Hab ich noch mehr, was ich hier essen könnte? Lehm haben wir auf jeden Fall schon mal. Sehr gut. Ne, ist das Einzige, was ich essen kann. Ein paar Lebenspunkte haben wir jetzt. Reicht das vielleicht? Nee, reicht nicht. Okay, weiter kommen wir erstmal heute nicht. Dann verlassen wir die Ruinen. Dann gucken wir mal weiter. Schauen mal, was uns. Oh, schon 17 Uhr. Da müssen wir auf jeden Fall mal den Lehm abliefern. Mission. Grüneres Gras. Ach so, das wollen wir auch noch. Stimmt. Dann gehen wir gerade mal den Lehm abliefern. Und falls wir die Mien sehen. Oh, alles geschmückt. Ah, es wird weiter getanzt.
So, perfektes Timing. Ja, sehr gut. Hi, meine Liebe. Ich habe in letzter Zeit viel mit Sieg gearbeitet. Ich bin erschöpft, mit Dung bedeckt und rieche absolut abstoßend. Ich liebe es. Okay. So, kriegst noch ein Geschenk. Ich habe doch wieder Platten. Kupferplatten haben wir gemacht, keine Bronze. Magst du sowas vielleicht? Hey, danke, dass ihr Zeit genommen habt, mir was zu geben. Ich weiß das zu schätzen. So, da müssen wir natürlich Hunde, Katze, Maus noch spielen. Jawohl. Jau. So, das hat Spaß gemacht. Lass uns irgendwann wieder spielen, ja. So, jetzt kann man gucken, ob ich da auch nochmal teilnehmen kann. Was hast du wieder? Klar. Okay. Oh, okay. So. Oh. Hoppala. Okay. Okay. Lass mich das machen. Aber sicher. So, müssen wir auch verfolgen. Jetzt müssen wir aber kurz zu Vivi. Das abliefern, dann machen wir das Bücherregal für unsere liebe Mien. Vivi? Ne, Heidi. Ne, Vivi. So, jetzt müssen wir mit Avero noch sprechen. Arvio, nicht Avero, Avio noch sprechen. Und dann, wo ist er denn? Da ist er noch. Even if
you're tired of hearing it, I want to express my deep sincere thanks. Oh, can you guess what I got you as a reward? I already think you are a real life superhero, so I prepared an equally exceptional reward. Okay. Unglaublich. Mhm. Oh, tanzen hört auf. Na gut, dann gehen wir mal noch das Bücherregal bauen. Glas haben wir, glaube ich. Holzbretter müssten wir auch haben. Dass Mien glücklich ist. So. Da fügen wir noch hinzu. Lehm haben wir abgeliefert. Der kann auch weiterarbeiten. So, und dann müssen wir hier das Bücherregal herstellen. Oder fehlt mir noch ein Glas? So. Machen wir mal 5. Brauchen wir hier noch? Brauchen wir noch? Das ist sehr gut. So, ein Glas. Was können wir hier eigentlich noch bauen? Zum Sieg muss ich noch. Tausammler könnten wir noch einen bauen, ne? Oder? Mittleren Arbeitstisch. Brauchen wir die Marmorplatte, Kupferdraht, alte Teile. Marmorplatten, die kriegen wir hier, glaube ich, ne? Der Sekt ist natürlich gerade noch Holzbretter. So, ich könnte eigentlich hier gerade mal alles einsortieren, was wir. Rustikaler Tisch. Den könnte ich bei mir noch aufstellen, ne? Achso, das steht, ist schon oben drin, okay. So, dann gehen wir noch, stellen wir den noch auf und dann beenden wir auch die heutige Folge. Stellen wir den Tisch mal hier hin. Oder hier. Anmalen kann ich den. Ach, brauchen wir aber Farbe für. Okay. Bestätigen. Brauchen wir Farbe für. Ja, dann beenden wir die heutige Folge damit. Dann sage ich vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. In diesem Sinne, tschüss. Bis zum nächsten Mal.